Hallo ihr Lieben, hier ist die Ulrike auf Ulis Bastelstübchen. Ich bin unabhängig Stamping Up Demonstratorin und heute möchte ich mit euch wieder basteln. Und zwar geht es um das zweite Projekt, 10 Wochen Weihnachten. Ich weiß, es ist erschreckend, aber leider ist es schon so. Und ich habe auch Stempelpartys, so nächste Woche auch. Und da habe ich mir gedacht, Mädelsabend und Mädels brauchen Handtaschen, ganz klar. Das habe ich einmal, ich glaube, Muster für dich heißt das, oder Blumen für dich, dann in blühende Fantasie, in dem Halloween-Style. Und dann habe ich auch immer mit dem Paisley Posey hier so ein bisschen farblich angepasst. Und das für dich fand ich total süß. Besser gesagt für euch. Da habe ich mich echt versehen. Ich wollte eigentlich für dich haben. Siehst du, so kann das sein, wenn man nicht guckt, aber ist auch egal. Das ist gar nicht so schlimm, dann nimmt man die nächste. Da gibt es nämlich auch einen für dich, habe ich echt geschielt. Aber macht nichts. Wie das auf jeden Fall funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Die stelle ich mal hier hin. Jetzt hole ich mir als erstes mein kariertes Papier hierher. So. Ich wurde oft gefragt, was das für eine Unterlage ist. Das ist die Stamping Up Unterlage. Kariertes Papier, die könnt ihr bestellen. Und das ist total toll. Also wie gesagt, ich meine, das nächste ist schon unterwegs. Der hat schon sehr gelitten. Einmal in Inchangaben und einmal hier in Zentimeter. So, ihr braucht ein bisschen etwas. Das habe ich mir aber schon vorgefertigt. Und zwar benötigt ihr ein Stück Papier in dem Maßen 14,3 x 9,8, und das wird gefalzt bei, auf der langen Seite hier. Falzen wir das Ganze bei 1,3 cm, 6,4 cm, 7,9 cm und 13 cm. Und auf der kurzen Seite falzen wir es bei 1,6 cm und 8,3. Und das Ganze werden wir jetzt einfach mal alles nachfalzen. Wie ihr wisst, Designerpapier ist immer sehr empfindlich, also vorsichtig sein mit euren Falzlinien. Was verpasst. Irgendwie habe ich hier zwei. Ich muss jetzt mal eben gucken, wieso ich hier zwei habe. Und dann müsst ihr euch natürlich entscheiden, welches ihr außen haben wollt, welches innen. Also ich nehme das jetzt. Dann nehme ich das eine mal nach außen. So. Und so wird das dann nachher sein. So sollte es jedenfalls sein. So. Und das Ganze falze ich natürlich jetzt auch nochmal in der langen Seite nach. Ganz klar. So. Und jetzt müssen wir erstmal kleben. Und zwar kleben wir, so wird das nachher zusammengesetzt, kleben wir dieses hier um. Und dafür benötigt ihr Magnete. Wenn ihr Magnete braucht, habe ich auch da. Ich bin ja für alles gewappnet. Ich habe jetzt gerade wieder eine größere Bestellung losgeschickt, weil ich momentan sehr viel Magnete verbraucht habe. Und auch für meine Kunden natürlich. Das sind Selbstkleben, die sind total toll. Das sind super Dinger. Also ich komme mit den anderen nicht wirklich zurecht. Aber wie gesagt, jeder so wie will. Jetzt nehmen wir ein Lineal, einen Bleistift. Und legen, ich lege mir jetzt mal einen hier hin, einen da hin, sonst verwechsel ich die so. Und legen es an bei 9,8 cm. Also knapp bei 5, bei 4,9. Machen wir uns jetzt hier mal einen Strich. Ja. Beziehungsweise bei dem müssen wir das machen, weil das die Vorderseite wird. 4,9. Das ist also wirklich so ganz so eben. So. Da habt ihr jetzt einen Strich. Da. Und das ist die Mitte. Das heißt, wir nehmen jetzt hier diese Folie ab, wenn sie denn will. Was du so wusstest, das ist mein kleiner Katzenmann. Ich bin so mein Katerchen. Der leidet leider an chronische Bronchitis, aber es hört sich schlimmer an, als es ist. So, das sollte jetzt wirklich sein.
das ist jetzt mittig. Jetzt nehme ich ein Farbfuse. Also, wie gesagt, bei Paket, vielleicht schon bei Verpackung und so arbeite ich ja lieber. Ach, hat sich wieder hängt. So. Und klebt das einmal über. Das gleiche macht ihr da auch, nur natürlich ohne den Magneten. So, das haben wir schon mal. Das sieht schon mal schick aus. Jetzt müssen wir noch ein bisschen schnibbeln. Und das ist gar nicht viel. Das ist einmal hier, wo die beiden Falzlinien sind, also wo der Boden ist im Endeffekt. Bis zur ersten Falz wird die dann eingeschnitten. Und so sollte das Ganze dann aussehen. Das heißt, hier und hier werde ich jetzt nochmal auf der Rückseite drauf machen und ich werde die klappe ich jetzt mal eben hoch, sonst und hier bei diesen bei den kleinen Laschen, die Klebelaschen. Da müssen wir auch noch mal eben. Ihr könnt auch doppelseitiges Klebeband nehmen, gar kein Problem. Geht auch. So. Jetzt nehmen wir diese Seite hier, die nicht klebt, und kleben die mal eben hier an. Sehr gerne. Hier muss natürlich noch was drauf. Also manchmal ist man auch einfach, hat man so einen kleinen Brett vom Kopf. Aber ich habe das Video jetzt schon zum dritten Mal laufen. Vielleicht liegt es auch daran. Erst ging das Telefon, dann wieder und dann habe ich was vergessen. Und naja, ist aber auch nicht so schlimm. Das heißt, das hier. Und jetzt legt ihr ganz einfach das einmal so hin. Und das rüber. So. Und das ist bei dem nichts anderes. Kann man das mit dem Finger nochmal schön nachziehen. Einziger Nachteil ist natürlich jetzt, dass das hier in der Mitte gleich klebt. Also das ist nicht ganz so schlimm. So, und so ist unser kleines Täschchen erst einmal schon mal soweit fertig. Von der einen Seite stehen sie auf dem Kopf. Ab, dann nehmen wir die Seite. So. Hier, wo auf dem der Magnet klebt. So, jetzt macht ihr Folgendes. Wir brauchen ja noch ein paar andere Sachen. Und zwar haben wir einmal für die beiden Trägerchen braucht ihr zwei Streifen von 12,7 mal 0,6 cm und dann noch einen für den Bügel, das ist 1,6 cm mal 4,1 cm und den tut ihr dann falzen bei 1,6 cm und bei 2,5 cm. Dann habt ihr nämlich so kleine Laschen hier. Ja, das ist dann dieser Bügel, der dann nachher dann im Endeffekt hier so rumkommt, also in jeder passenden Farbe. Ich habe hier jetzt zum Beispiel das Einzige, was ich wieder falsch gemacht habe, ist, ich hätte die Kanten nach außen machen müssen. Aber ansonsten sieht es sehr schick aus. So. Hier ist, wie gesagt, der Ding. Jetzt mache ich das so, dass ich mir auf dem untersten, ja, lege ich mir wieder Farbfuse zu. Na. Manchmal hakt er ein bisschen. So, jetzt lege ich mir den hin. Das war ungefähr da, wo
Der war ja mittig, das heißt, ich lege mir den hier drauf. Kriege den um. Und voilà, habe ich den richtig fest dran hier. So, der klebt. Super. Und jetzt benötigen wir den anderen noch, der liegt hier. Den kann man jetzt so draufstecken lassen. So. Und das befestigt ihr jetzt so, jetzt kann ich den abmachen und der klebt und er hält bombig, super. So, jetzt habe ich hier noch mal eine seht ihr da, und ein kleiner Rittersport passt da rein. Da passen allerdings auch Tic-Tac rein, so eine kleine Breite. Gibt es auch. Also ihr könnt natürlich auch andere Schubi reinpacken. Oder hier so einen kleinen Raffaello, obwohl da könnte etwas zu dick sein, denke ich mal. So, was ihr machen müsst, einmal mit euren Falzbeinen. Einmal die Bügel einmal nachziehen. Und ich sag mal einfach so, ja, so je nachdem, wie ihr meint, so ungefähr so ein 2,5 cm so, ungefähr mal so, ja, ungefähr auf der Seite, check, ungefähr so 2 cm, nein, Moment, wieso dass ich jetzt hier vertüdelt, einmal ankleben, so, und jetzt lichte den, ich tue die Schokolade jetzt mal wieder raus, die stört mal. Hier unten einmal anklacken und dann dreht ihr den so und auch ungefähr, ja, hier nochmal so, ne? So wie ihr meint. Und das gleiche, ich weiß noch nicht, was er jetzt hat, ich muss jetzt mal umschwenken, weil irgendwie hat er jetzt hier gerade voll die Probleme, also ist ärgerlich, aber das gleiche machen wir mit dem anderen auch, circa so 2 cm. Ach, willst du nicht? Bei Tombo natürlich schon immer ein bisschen fummeliger. Aber es geht auch. So. Und den kleben wir dann auch jetzt hier dran. Müsst ihr eben kurz antrocknen lassen beim Tombo. Ich weiß gar nicht, was mein Fass bis jetzt hat, aber naja. Irgendwas ist ja immer, wie wir das. Das ist nämlich das Problem, dann geht der nämlich wieder ab. Aber auch das kriegen wir hin. So, jetzt habt ihr ungefähr gleiche Höhe. Das solltet ihr schon noch achten, dass ungefähr gleich ist die Höhe. So. Das war das. Jetzt habe ich mir, wie gesagt, für dich dieses, was ich gerade eben falsch gemacht habe, habe ich jetzt hier recht geflüsterweiß. Jetzt gucke ich aber mal, dass ich das, das ist dieses hier für dich. Aber macht ja nichts. Das wollte ich mir eben mit Glutrot dann ausstampfen. Ja, ich würde sagen, ich habe die doch. Da stempel ich jetzt den Glutrot. Einmal hier so. Und ich muss das sauber machen. Ich hatte das verliehen und dementsprechend sieht das natürlich jetzt raus. Sollte man nicht verleihen. Gut. Schokolade kommt gleich rein. Das kommt beiseite. Und jetzt schneide ich mir das einfach so. Grob aus. Und
ein etwas breiteres für dich kommt dann zustande, aber ich denke mal, das ist auch okay. Das ist vorne, so, der Mensch. Ihr könnt natürlich auch eine Stanze nehmen. So. Die kommt erstmal rein. Und diesmal mache ich da nicht mit Pacey Posey, sondern ich wollte mal eine schöne Perle draufsetzen. Beziehungsweise Glöckchen. Mal gucken, wo die sind, die Perlen. So, jetzt habe ich hier diese wunderschönen Perlen. Finde ich, sehen auch immer sehr edel aus. Und die setze ich jetzt hier drauf. Die sind ganz aktuell im Hauptkatalog. Das sieht natürlich richtig schick aus. Und sind auch, glaube ich, zwei verschiedene Größen drin. Ich weiß gar nicht, wie das haben wir. 24 Stück. Also die sehen natürlich richtig schick aus. Oh, da kann man natürlich sowas sehr nehmen. So. Jetzt fehlt noch, ich glaube, ein bisschen Band. Und dafür nehme ich ein bisschen Kordel. Einmal dieses Zuckerstangzauber. 20 cm, 15, 20 cm. Das lege ich mir dann so doppelt. Und dann kommt das hier ran. Einmal durchgezogen. Sollte es denn eigentlich durchgezogen sein, ja. So. Dann das Ganze ein wenig stramschen. Und dann nochmal auf die gewünschte Länge abschneiden. So. So habt ihr ein süßes, kleines, niedliches Handtäschchen. Das ist sehr schnell gemacht. Wie gesagt, da passen natürlich auch andere kleine Leckereien rein. Ja. Aber ich fand die Idee so toll. Ich habe gedacht, Mensch, das ist so eine tolle, süße Handtasche. Wie gesagt, Handtaschen geht immer gerade bei Mädels natürlich. Jetzt stellen wir meine anderen paar Stücke da auch mal wieder hin. Besser gesagt, ich lege den, damit ihr die bewundern könnt. So sieht's aus. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch mit Paillettenband. Ging jetzt nicht, weil ich habe zur Zeit nur dieses hier. Natürlich auch mit Goldglitzer, ist bestellt, unterwegs für Weihnachten, kann man natürlich auch dran binden. Also welches ihr nehmt, ist relativ egal. Ja, meine Lieben, das war es dann schon mal wieder von mir, mehr oder weniger. Mein zweites Projekt Weihnachten. 10 Wochen Weihnachten, mein zweites Projekt so. Es gibt noch tolle Aktionen in diesem Monat. Denkt da dran, die Papier, Designerpapieraktion läuft aus. Ich selber habe auch natürlich noch Aktionen laufen, könnt ihr gerne reinschauen. Noch ist Zeit, bis zum 31.10. könnt ihr die Sachen, Produkte anbringen, einschicken. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Und wie gesagt, meine Homepage lautet www.ullis-bastelstübchen.de. Und ich freue mich weiter auf eure Zuschriften. Und ich sage in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt kreativ. Bis dahin, tschüss, eure Ulrike.